Die Coronavirus-Pandemie ist beherrschendes Thema bei der Generaldebatte im Bundestag. Bundeskanzlerin Angela Merkel appelliert an die Bürger, sich nicht sorglos zu verhalten. Wir alle möchten das Leben, wie wir es kannten, zurückhaben. Und natürlich wollen das ganz besonders die jungen Leute in unserem Land. Aber wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben. Wegen gestiegener Infektionszahlen wollen Bund und Länder die Teilnehmerzahlen von privaten Feiern wieder stärker begrenzen. Zudem soll künftig ein Bußgeld bei falschen Angaben auf Kontaktlisten von Gaststätten gelten. Ich appelliere an Sie alle, halten Sie sich an die Regeln, die für die nächste Zeit weiter gelten müssen. Geben wir alle als Bürgerinnen und Bürger dieser Gesellschaft wieder mehr aufeinander Acht. Erinnern wir uns wechselseitig daran, dass das Abstandhalten, Mund-Nasen-Schutz, regelmäßiges Händewaschen, das Lüften im Zimmern, die Nutzung der Corona-Warn-App nicht nur die Älteren schützt, nicht nur die sogenannten Risikopersonen, sondern unsere offene, freie Gesellschaft als Ganzes. Wegen der Coronavirus-Pandemie sieht der Haushalt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz fast 100 Milliarden Euro an neuen Schulden für 2021 vor. Dafür wurde die in der Verfassung festgeschriebene Schuldenbremse ausgesetzt.